Welcome back, ich hasse Dudes, und willkommen zum Rainbow Six Siege Pack Opening. Heute gibt's einen richtigen Hit, und zwar öffnen wir 100 Packs. Ich weiß, ich werd's bereuen, aber egal. Von daher, komm, wir kaufen erstmal hier nochmal 50, ja, 180 Rena und RIP. Und weil's so spaßig war, gleich nochmal 50, 180 Rena und RIP zum zweiten Mal. Schade. Ja Mensch, so schnell kann man Rena und aus dem Fenster rauswerfen. Von daher Leute, Pack Nummer 1, was wird es sein? Wird es ein Duplikat? Natürlich, aber was? Aber erstmal müssen wir warten. Lange warten. Es geht doch noch. Oh, was Weißes. Sehr gut. Ja, das erste wird ein Weißes sein und ein Duplikat. Geil, direkt weiter. Weiter. Ich werde euch versprechen, diesmal werden wir die Velvet Shell Kopfbedeckungssammlung voll machen. Moloka, warum ist das kein Duplikat? Das ist ja schlimm. Dass ich sowas noch nicht als Duplikat habe. Egal, das gibt alles Renown. Also, das gerade nicht, aber Duplikate geben Renown. Ja, Safe-Duplikat, der Isis, der Kona. Oh, Pack Nummer 4 oder 5, das blau ist. Und es ist kein Duplikat. Nice. Kann sein, dass ein bisschen dieser Grafikstil der Packs abgeändert wurde und auch. Oh, auch kein Duplikat. Was ist denn da los? Nachdem diese Pack-Anzeige geöffnet, also nachdem das Pack geöffnet wird, dieser silberne Rand oder dieser platinfarbene Rand, der ist jetzt auch ne, platinfarben geworden. Toll. Ja Mensch, ich weiß, ich zähle einfach nicht mit, wie viele Packs wir ziehen, weil das lohnt sich einfach nicht. Ich rechne einfach nur noch in Legendary Skins, wie viele Legendaries man ziehen kann, wenn man 100 Packs aufmacht. Dreifach Helix. Den Namen Dreifach Helix, Koma und Molokai, damit kann man mich echt jagen gehen, wa? Na komm, gib mir doch endlich mal was Episches oder was Blaues. Ja, toll. Ja, natürlich habe ich den. Oh, ich bereue es einfach jetzt schon wieder, als ich die Kacke gemacht habe. Ich wollte eigentlich zuerst auf 1 Million Renown sparen. Dann dachte ich mir so, ach nee du, ich glaube in 10 Jahren werde ich das Spiel eh nicht mehr spielen, deshalb, was lohnt es sich so lange zu sparen? Dann dachte ich mir, ja 500.000 und dann dachte ich mir, ach komm neue Season, ich habe Bock auf Packs. So, jetzt sind wir hier, machen 100 Packs auf. Oh, komm schon, ich will doch endlich, ich weiß nicht mal, was für eine Packnummer wir gerade sind, aber Leute, Legendary, es kann doch nicht so schwer sein. Problem war nur, die letzten Legendaries waren alle Plasma Pink. Also wenn ich jetzt nochmal Plasma Pink ziehen würde, dann würde ich schreien. Ich würde aus meinem geschlossenen Fenster rausspringen und weiß es ich, nackt über die Autobahn laufen. Komm schon, es lädt lange. Das ist ein gutes Skin. Das wird ein guter Skin sein. Das ist ein gutes Zeichen. Oder auch überhaupt nicht. Skyrain, nice. Ah, haben wir schon. Schade. Gibt trotzdem Renown, aber naja, gut. 500 Renown, da kann man sich auch sparen, indem man eine Runde Rank spielt. Ja. Das ist. Ach, diese typischen Alpha-Pack-Skins. Die einfach nur bunt und scheiße und hässlich sind. Entweder sind es irgendwelche Feen oder irgendwelche Kugeln oder Eiermuster. Hauptsache, es ist bunt. Wenn es bunt ist, dann ist es zu 100% ein weißer Alpha-Pack-Skin. Oder ein grauer. Ich kann weiß und grau hier in diesem Spiel nicht unterscheiden. Sieht für mich beides sehr, sehr kacke aus. Alter, wie kann man nur so viel Weiß ziehen? Warum ist das Weiß? Das habe ich mir damals im Pack geholt für 30.000 Reno. Das ist nur Weiß, das ist frech. Oh, der Gorkenzieher. Leute, warum ist der Weiß? Der ist geil. Der ist richtig geil. Ja, nice. Den mache ich irgendwo drauf. Ich glaube an den SAS Sluddy-Mann. Da würde er mit dem eingravierten Skin von der Waffe gut zusammenpassen. Oh, den haben wir noch nicht. Aber egal, ich habe eh einen geileren, nämlich diesen Clown-Muster. Oh, komm schon, ich will was Gutes. Einmal. Und bitte kein Plasma-Pink. Ich will nicht zum 6-mal oder 5-mal hintereinander Plasma-Pink ziehen. Aber die Duplikate sind auf meiner Seite. Das ist toll. Da freue ich mich. Er kriegt Renown. Sie kriegt zwar keine Skins. Oh, was Episches. Komm, Duplikat Black Eyes. Oh, ist das nicht ein Echtgeld-Skin? Also kann man den nicht nur mit Credits kaufen? Fuck, das müsste ich jetzt mal kurz recherchieren. Ja, bewusst kacke ausgesprochen. I know.
Warum ist eigentlich so ein gelber Stück da oben rechts noch am Alpha-Pack dran? Das ergibt ja keinen Sinn. Oh, Maui. Das ist auch so ein dummer Blümchen-Tarnung. So eine dumme Blümchen-Tarnung. Maui und Kunai. Das sind so Blümchen-Skins, die braucht kein Mensch. Oh, was Episches. Leute, let's go, let's go, let's go. Oh, die habe ich noch nicht. Nice. Ja, geil. Black Ice, Leute. Das ist schon mal ein kleiner Teilerfolg. Jetzt. Oh, wir sind. Oh, exakt 60.000 Renown haben wir jetzt. Toll. Aber egal, weiter geht's. Wir kriegen jetzt eh noch Renown dazu, weil den haben wir schon. Toll. Komm, der nächste Goal wäre 66.666. Oh, was Episches. Es wird ein Duplikat sein und zwar. Oh, nee. Oh, der ist. Oh, der ist schön. Der könnte fast schon Legendary sein. Oh, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ist der geiler als Black Ice? Für diese Waffe? Der ist geil. Holy. Oh, der ist echt geil. Holy shit. Ich glaub, den nehmen wir. Statt Black Ice. Statt Black Ice werde ich diesen weißen drauf tun. Oh, 13. Ja, toll. Die Unglückszahl haben wir auch jetzt gezogen. Es kann nur noch schlechter werden. Mann, ich bin doch schon als Offline angezeigt. Warum kriege ich denn eine Party-Einladung? Oh, Leute. Oh, schon wieder was Episches. Die habe ich schon. Die habe ich noch nicht. Ach, für die andere Jägerwaffe habe ich die. Jetzt habe ich die für die Bandit-Waffe. Ja, cool. Nehme ich. Obwohl, nee, für den Bandit habe ich auch einen anderen Skin. Dieses weiße Totenkopf-Skin, was es schon seit 1000 Jahren gibt. Oh. Ich dachte kurz so, warum ist der Skin nicht geladen? Aber das ist der Skin. Ach du Jemine. Ach du je. Also wer sowas drauf tut, Leute. Eieiei. Oh, aber schon wieder was Episches. Oh, eingraviert. Sehr gut. Ich hab's jetzt. Eingraviert habe ich jetzt für die Sturmgewehre und jetzt auch für die Shotguns. Das ist cool. Da ist meine Sammlung wenigstens komplett bei den SAS-Leuten. Blau habe ich schon. Weg damit. Eieiei. Ich müsste mal kurz. Ich hätte mir merken sollen, wie viel Renown wir am Anfang des Pack-Openings hatten. Also, nachdem wir die Packs gekauft haben. Um halt, ja, zu vergleichen, wie viel Renown wir jetzt dazu bekommen haben. Oh nein. Der Pisse-Skin. Zum Glück Duplikat. Den will ich. Was ist das, zum Glück? Ne? Wenn man den schon einmal hat, ist das einmal zu viel. Genau wie Plasma Pink. Oh, Red Crow, bitter. So, Velvet Shell und Red Crow, das sind so meine meistgepicktesten. Oh, habe ich schon. Ah! Bitter! Aber oh, ich dachte gerade 25.000, aber nee, nur 2.000. Das Spiel meint's ja nicht gut mit mir. 3 Jahre habe ich gefühlt gespart, weißt du? Für sowas. Ja. Diese Blümchen-Skins, ich hasse sie einfach, ja. Das ist kein Duplik. Oh nee. Den Skin habe ich schon für die UMP 45. Oh, den habe ich schon. Sieht aber geil aus. Gibt's auch für mehrere G.I.-Gen-Waffen. Komm schon. Ich will doch jetzt wenigstens einmal was Legendäriges. Oh nein, Maui. Diese Blumen. Geht mir weg damit. Blume ist so das Unnützeste, Unnütz, was man haben kann. Oh, exakt 69.000. Tolle Zahlen. Weiter geht's. Also mit den glatten Zahlen, das haben wir heute. Chamäleon oder, ne, wie Ted Mosby sagen würde, Chamaleon. Ach, haben wir was Blaues, den haben wir schon. Ah, bitter. Ich glaube, den habe ich sogar im letzten Pack-Opening gezogen. Oder irgendwie schon mal dazwischen. Komm schon, ich will was Legendäres. 100 Packs, jetzt muss doch mal was Legendäres her. Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den Skin habe ich auch schon 4-mal gezogen, mindestens. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich Molokai oder so oder Spaltung gezogen habe. Für andere Waffen, nicht für diese. Aber blau wird es immer öfters. Ich glaube, wenn man 1000 Packs aufmachen würde, kriegt man zuerst ganze Zeit weiß, 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 dann blau, 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 danach lila, lila, lila und dann geht's weiter, bis man nur noch Legendary sieht. Komm schon, ich hatte einen Traum. Bei 100 Packs was Legendäriges zu ziehen, was kein Duplikat ist. Aber wenn wir gleich was ziehen, es wird ein Duplikat sein, weil das Spiel hasst mich einfach. Weil ich es nicht mehr lieb habe. Molokai, da ist es. Jawohl.
Übrigens, früher dachte ich, das wäre ein Weed-Skin, aber es sieht nur so ähnlich aus und ich war früher dumm und dämlich. Heute bin ich nur dumm. Nee, oder nur dämlich. Naja, eins davon. Okay, was Blaues. Blitz. Okay, so back to the 90s. 19s, sorry. Nee, 90s. Das war richtig. Ach, Gott, oh Gott. Also langsam ist es das Spiel. Ist das grenzt schon an Mobbing. Oh, jetzt geht's sehr lange. Leute, ich mach's diesmal mit dem Stick auf, damit es schön langsam geht, denn es wird was Legendäres. Nee, war rechter Stick, nicht linker Stick. Okay, was weiß ich. Mach mal X drücken, mach auf das Ding. Oh, Velvet Shell. Das Spiel hat mich einfach gern. Toll. Komm, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich sehe es schon, Alter. 100 Packs? Oh, schon wieder Molokai. Ich raste aus. Warum habe ich diesen Molokai? Gibt's Molokai für jede Waffe? Also wenn ja, dann dauert es nicht mehr lang und ich habe sie für jede Waffe. Oh Gott, diese Blumen, als ich irgend so ein Bio-Fritze wäre. Was soll. Bin ich Simon Unge oder was? Ich brauche diese Skins nicht. Aber ich kriege den gleich nochmal. Ah nee, Nebel. Den habe ich aber. Den habe ich vor 20, 30 Packs schon mal gezogen. Ah Gott, das Spiel. Ich bereue es so, so sehr, dass ich jemals angefangen habe mit diesen Packs. Mit diesen Pack-Openings. Ich bereue es einfach vom ganzen Herzen. Oh, ich will nicht wissen, bei was für ein Pack wir mittlerweile sind. Ist das schon der letzte? Man weiß es nicht. Ich drücke einfach mal X. Nee, ist doch nicht der letzte. Leute, ich will doch nur was. Ich will doch nur ein Legendary haben. Maui. Alter, dieser Maui. Diese Pflanzenskins in Rainbow Six, die machen mich wütend. Oh, die habe ich auch schon. Oh Gott, oh Gott. Goldstern! Ich will doch nur was. Oh Gott. Hab ich schon. Union Jack oder Union Jack, das habe ich auch mittlerweile für jede Waffe der SAS, Leute. SMG 11, Shotguns, L58, A2 oder wie die Dinger heißen. Dann auch das Fletcher-Gewehr habe ich. Eieieiei. Kanada, den habe ich noch nicht. Der ist cool. Der ist tatsächlich cool. Aber ich habe dieses Holz-Skin. Der ist cooler. Was Episches! Yay! Den haben wir. Oh nein. Den haben wir doch gerade gezogen. Das Spiel hasst mich einfach. Über wie viel, also wie viele Skins gibt's? Über 1000? Und pro Season oder dazwischen kommen ne, immer mehr rein? Und irgendwie ziehen wir nur den gleichen Quatsch. Wo sind die? Es wurden doch letztens nur Legendaries reingepatcht. Oder überwiegend Legendaries reingepatcht. Wo sind die alle? Sind die, muss ich die irgendwie freischalten, dass ich die ziehen kann? Rosenrot. Dreckskin, weg damit. Aber wo sind die ganzen Legendaries hin, die reingepatcht worden? Reingepatcht worden sind. Wo sind die? Warum ziehe ich die nicht? Oder gibt's die nur auf dem PC? Oh, Gewebe ist auch so ein dreckiger Skin, ey. Der Griff ist sogar dreckig. Ohne Shit. Müsst mal diesen Gewebeskin angucken und dann auf den Griff achten. Gott, oh Gott. Langsam werde ich echt plemplem im Kopf. Aber nur weil das Spiel mich plemplem macht. Es grenzt an Folter, an Mobbing, Diskriminierung, Hass. Ich weiß, die Liste könnte 10 Stunden weitergehen, wenn ich einen Duden gefressen hätte. Also das ist Wahnsinn. Was Blaues. Mittlerweile freu ich mich noch nicht mehr über Blaues, weil das sind nur Duplikate. Alter, ich glaube, wir haben mittlerweile, ich glaube, knapp 30.000 Reno und gut gemacht. 30.000? Ja doch, 30.000. Wir haben doch bei 5.300 angefangen, oder? 53.000. Gott, oh Gott. Langsam werde ich echt verrückt im Kopf. Habe ich schon. FMG9, die habe ich bei der SAS-Aufzählung natürlich vergessen. Aber Union Jack natürlich auch für die FMG9. Geiles Gewehr übrigens bei Modern Warfare 3 plus Akimbo. Das war der Shit. Alles zersäbelt. Spaltung haben wir schon. Ich verstehe es nicht. Wie kann man in einem Pack-Opening mehrmals dieselben Skins ziehen? Das ist doch wirklich Quatsch. Ah, den haben wir auch schon in diesem Pack-Opening gezogen. Das ist Bullshit.
Das sind 100, 100 Packs. 100 Packs, RIP. Was? Was? Oh, den haben wir schon. Oh. Oh. Ich würde gern weinen. Oh Gott, da fliegt mir fast das Headset vom Gesicht, weil ich mich so bei meinem Bürostuhl nach hinten gelehnt habe. Aber 6000 for free. Es wurden so viele Legendaries dazu in die Liste aufgenommen. Aber natürlich kriege ich nur Duplikate, wenn es mal nicht plus Plasma Pink ist. Das Spiel hasst mich einfach. Kansas. Was soll ich mit Kansas? Braunschweig-Skin brauche ich. Oh, die habe ich noch nicht. Aber naja, gut, ist jetzt. Ich glaube, also, wo die Alpha-Packs rauskamen, war das schon ein geiler Talisman, aber mittlerweile ist der einfach nur so. Meh, ne? Braucht man nicht. Weg damit. Okay, werden wir nochmal was Legendäriges ziehen oder nicht? Der Iceman. Kennt's. Oh, was Episches. Black Ice, Black Ice, Black Ice, Black Ice. Duplikat, Duplikat, Duplikat. Kein Duplikat. Ich glaube, ich habe den Black Ice Skin für die andere SAS-Pistole. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, Mensch, toll. Dann haben wir schon mal jetzt zweimal. Nee, dreimal? Black Ice gehabt? Nee, doch drei oder viermal so. Nee, dreimal Black Ice. Aber dafür war es auch zweimal Duplikat. Nee, einmal Duplikat. Egal. Den haben wir auch auf jeden Fall schon. Wir haben ja fast wieder 100.000. 90.010. Nice. Ich hoffe ein bisschen, dass dieses Pack-Opening niemals enden wird. In der Hoffnung, dass wir irgendwas Geiles noch ziehen werden. 100 Packs RIP. Boah, ich hasse mich gerade so selber, dass ich über 400.000, also 400, ja knapp 400.000 einfach weggeschmissen habe, gefühlt. Einfach, shut up and take my money, auf das Fenster, auf die Straße und weg damit. Ja, der bunte Alpha-Pack-Skin, da ist es. Oh, ich hasse mein Leben. Nice, den haben wir schon. Der Eismann, weg damit. Ja, was weiß es? Weg damit, Gewebe brauchen wir nicht. Komm, jetzt hier, Schnelldurchgang. Ich will es einfach nicht. Oh, was Episches, was wird es sein? Den haben wir noch nicht. Die Suppenschüssel, die er auf dem Kopf trägt. Nice. Ist zwar nicht der geilste Skin, aber Leute, es ist kein Duplikat. Es ist Legendary. Ich bin gnädig, ich beschwere mich mal nicht. Jetzt direkt nochmal Legendary. Und let's go. Oh, episch ist auch nicht schlecht. Black Ice. Jawohl. Oh, das ist nice. Ich habe zwar die Halloween-Tarnung auf dieser Waffe drauf, aber Black Ice und ne, die Black Ice Season. Ich glaube, die mache ich drauf. Die mache ich drauf. Oh, was weiß es? Yay. Black Ice. Rumpf haben wir schon. Oh, was weiß es? Und Rumpf haben wir schon. Oh, Schildkröte haben wir schon. Schade. Alter, das sind. Also 100 Packs sind gefühlt. Viel. Also schon viele Packs. Oh, die haben wir noch nicht. Dog Chibi. Yay. Die mache ich aber nicht drauf. Oder doch? Ich glaube schon. Oh, den haben wir. Den haben wir. So ein hässlicher Skin. Pfui, Deibel. Komm schon, komm schon. Ich will noch. Komm. Also wir haben jetzt zweimal das Legendäriges gezogen. Einmal Duplikat, einmal nicht Duplikat. Dafür kein geiler Skin. Ja, Union Jack, SMG11. Hab ich gesagt, die haben wir. Ubisoft wollte nochmal überprüfen. Ja, jetzt haben wir wirklich Duplikat. Ich habe nicht gelogen, Ubisoft. Gib mir keine Duplikate mehr. Reicht jetzt. Oh, was ist das denn? Ist das ein Skin oder ist es einfach nur keine Tarnung? Grau. Ach so, das ist die Universell-Fa der Universell-Skin. Grau. Das ist wirklich dumm. So, wenn ich grau oder einen schwarzen Waffenskin haben will, dann mache ich einfach keinen Skin auf die Waffe. Dann habe ich grau oder schwarz. By the way, wenn ihr mal, was ist denn das? Die Mira Shotgun oder die Jackal Shotgun ohne Skin, ja, ausprobiert, dann habt ihr einen schwarzen Skin mit einer roten 12, hinten dran am Griff. Sieht sehr cool aus. Also. Die Spanier Shotgun ohne Skin sieht geil aus, weil man könnte denken, das ist ein Skin. You know? Yay, was Blaues, Duplikat. Die haben. Oh, doch. Nee.
Ist das. Wow, ich dachte, das. Ist das nicht dieser Valentinstag-Skin? So, weiter geht's. Toll. Eine andere Suppenschüssel. Die er auf dem Kopf trägt. Oh, was weiß es? Duplikat. Ja, Duplikat. Nee, nicht? Ach nee, die habe ich für die. Für die MP5K. Oder wie sie heißt. Komm schon, komm schon, komm. Oh, was. Also jetzt mit. Also. Oh, Dschungelgrün. Ach du Kacke. Das sieht schlimm aus. Das sieht einfach nach fieser Entenschiss aus. Fieser Entenschiss. So, schnell weg. Schnell weiter. Aber so mehr Packs man öffnet, desto höher ist die Chance auf bessere Designs, oder? Oder habe ich gerade nur ein bisschen mehr Glück als davor? Okay, also die ersten 30 Packs gefühlt waren ja einfach nur Bullshit. Oh, Dog Chibi, direkt nochmal. Gefühlt 1000 Operator sind im Spiel. Ich ziehe Duplikat Dog Chibi. Kann man machen. Jetzt habe ich mich beschwert. Jetzt gibt es erstmal 30 Mal was Weißes. Nitro. Duplikat. Hey, wir haben die 100.000. Ich glaube, jetzt haben wir knapp 50.000 Renown wieder durch Duplikate zurückbekommen. Ach du Jemine, das ist traurig. Fast 50k durch Duplikate bekommen. Das ist eine sehr traurige Statistik. Oh, Pokerchips. Ist cool. Oh, das war schon. Das letzte war Pokerchips. Und Pokerchips ist, glaube ich, geil für Fuse, wenn man so ein bisschen gamblen will. Und so die Fuse-Ladung irgendwo dran setzt und ne, so Pokerchips so ein bisschen glücksspielartig hofft, dass man da was tötet. Vielleicht diesmal nicht die Geisel. Ja, Mensch, das waren 100 Alpha-Packs. Ich hatte vor einer halben Stunde noch 400.000. Jetzt habe ich nur noch 300.000. Nur noch 100.000. Toll. Das ist traurig. Ja, Mensch, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht, ja, in der Mitte dieser Season oder Anfang nächster Season wieder so ein Alpha-Pack-Opening sehen wollt, dann drückt gerne den Like-Button. Von daher, Leute, ich wünsche euch, wenn ihr mal Alpha-Packs aufmacht, viel mehr Glück, als ich es haben werde. Gut, das ist nicht schwer, wie man gesehen hat. Ich ziehe ja nur Bullshit. Aber na gut, Leute, das war's mit dem Video. Ich bin jetzt raus. Haut rein. Bye-bye and have a great time. Bye, have a great time.